Damit in der regulären Reihenfolge zum Tagesordnungspunkt 6.1 zur Elternbeitragssatzung. In der Fraktionsrunde würde jetzt anfangen die AfD, Herr Gilke. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Die Tagesordnung heißt Festsetzung der Elternbeiträge. Eigentlich müsste er Erhöhung der Elternbeiträge heißen. Doch vor einer solchen klaren und transparenten Formulierung drückt man sich. All dies ist schon ein Armutszeugnis der Politik in Dresden. Wir als AfD-Fraktion lehnen eine Erhöhung der Elternbeiträge entschieden ab. Familien mit Kindern dürfen nicht stärker belastet werden. Ganz im Gegenteil, sie müssen entlastet werden. Was der Stadtrat heute beschließen soll, ist alles andere als familienfreundlich. Familien mit Kindern erbringen einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft, der nicht hoch genug wertgeschätzt werden kann. Richtig wäre es, die Elternbeiträge abzuschaffen. Richtig wäre es, Kindern ein kostenloses warme Mahlzeit in einer Kindestageseinrichtung zur Verfügung zu stellen. Richtig wäre es, die Familien mit ihren Belangen und Wünschen in den Blick zu nehmen. Familien tragen oft die Hauptlast dieser bisher falschen Politik. Gäbe es einen Familienbeirat, hätten sich die Familien selbst in dieser Angelegenheit zu Wort melden können. So aber entscheiden sie wieder einmal über deren Köpfe hinweg. Uns ist bewusst, dass diese Forderung im Augenblick bei den gegebenen Rahmenbedingungen nur schwer finanzierbar ist. Aber es muss die gesamte Herangehensweise neu überdacht und die Finanzierungsstruktur neu geplant werden. Die Familie als Wiege der Gesellschaft muss besser gestellt werden. Ich schließe mit einem sinngemäßen Zitat von Kaspari von vor der Pause. In Bildung zu investieren ist eine Investition in die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde der Nächste ist Herr Zasro. Ja, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir sprechen heute ja über eine relativ moderate Erhöhung der Elternbeiträge. Wir wissen alle, woher das kommt. Das sind die steigenden Betriebskosten. Das ist so. Die müssen bezahlt werden. Und ich glaube, das ist auch Konsens. Wir selber werden der Erhöhung zustimmen, auch deshalb, weil wir sehr froh sind, dass wir mit unserem Änderungsantrag, der im Ausschuss durchgegangen ist und über den wir heute auch abstimmen werden, eine, glaube ich, sehr wichtige Diskussion, einen sehr wichtigen Auftrag auch an die Stadtverwaltung erteilt haben. Die Eltern in unserer Stadt, auch die Kinder leiden ja unter den doch in letzter Zeit oftmals sehr massiv auftretenden Streiks. Und wir sind der festen Überzeugung, dass die streikbedingten Kosten, die Eltern haben, diesen auch erstattet werden müssen. Deswegen haben wir im Ausschuss einen entsprechenden Antrag gestellt, der auch dann die Mehrheit in diesem Punkt ja gefunden hat, nämlich dass die Stadtverwaltung aufgefordert wird, zu prüfen, wie man die streikbedingten Kosten, die die Eltern haben, den Eltern wieder erstatten können. Ganz klar, wenn die Kinder nicht in der Kita abgegeben werden können, dann ist es nur recht und billig, dass sie dann auch dafür keine Beiträge bezahlen müssen. Wir hätten es uns noch ein bisschen anders vorgestellt als FDP. Wir wollten, dass auch geprüft wird, inwiefern eine rückwirkende Erstattung, also für die Streiks, die wir gerade eben erlebt haben, möglich ist. Das fand leider im Ausschuss keine Mehrheit. Aber für die Zukunft soll dazu eine Lösung gefunden werden oder eben zu dem Punkt, ob eventuelle Betreuungskosten, die an anderer Stelle den Eltern anfallen, ob die dann seitens der Stadt übernommen werden können. Das ist für uns erstmal sehr wichtig. Ansonsten, wir reden diesmal über eine sehr moderate Erhöhung. Ich glaube, wir werden das letzte Mal, meine Damen und Herren, über eine so moderate Erhöhung sprechen, denn wie Sie alle verfolgt haben, droht ja unserem Kita-Eigenbetrieb, drohen ja erhebliche Mehrkosten durch Entscheidungen, die auf Landesebene getroffen worden sind, durch Entscheidungen, die wahrscheinlich durch den Tarifabschluss, der jetzt vor uns steht, ebenfalls auf die Stadt und am Ende in der Konsequenz, vermute ich, auch auf die Eltern zukommen werden. Ich will nur daran erinnern, dass der Management-Report für das erste Quartal vom Eigenbetrieb Kita bereits für 2015 einen Gesamtverlust von 4,2
Millionen Euro voraussagt, auf den wir noch reagieren müssen. Begründet ist er im Übrigen daran, dass der Betriebskostenzuschuss durch den Freistaat Sachsen ja nicht so hoch ist, wie er damals von Schwarz-Gelb, nämlich mit den 2,60 €, noch mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart gewesen ist, kommen wird, sondern eigenartigerweise durch Schwarz-Rot auf 2,10 € gesenkt worden ist. Das hat für die Stadt konkrete Folgen. Das müssen wir in irgendeiner Form abfedern, entweder indem man es den Eltern aufbürdet oder indem wir in der Stadt die Reserven schaffen, das Geld aus anderen Quellen zu decken, was ich bei der aktuellen Haushaltslage und bei den vielen Projekten, die wir uns hier vorgenommen haben, für sehr, sehr problematisch finde. Wir wollen bis 2019 den Betreuungsschlüssel senken. Die Landesregierung hat dazu sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und gesagt, wir machen das und das kostet euch vor Ort nichts. Da gibt es sehr spektakuläre Aussagen, die ich mir auch alle gemerkt habe. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, der Sozialbürgermeister, der Eigenbetrieb haben ja entsprechend auch die Antwort schon uns gegeben und auch den Finger gehoben. Ganz so ist es ja nicht. Man bestellt zwar diese wunderbare Leistung, den Betreuungsschlüssel etwas besser zu gestalten, bezahlen müssen es aber gerade im Fall Dresden zu einem sehr wesentlichen Teil dann die Kommunen oder am Ende auch die Eltern. Es ist also nicht so ein ganz richtiges Wahlgeschenk, wenn wir es am Ende selber bezahlen müssen, das jährliche Haushaltsloch im Aussehen. Und das wird uns am Ende weiter belasten. Zu den Tarifabschluss habe ich schon was gesagt, auch das müssen wir beachten. Deswegen kann ich nur ermahnen, wir führen heute nicht die Diskussion darüber. Wir werden sie aber in den nächsten Monaten und Jahren mit großem Nachdruck führen müssen, weil das, was auf uns zukommt, und ich bin auch dem Sozialbürgermeister sehr dankbar, dass er rechtzeitig auch darauf hingewiesen hat, welche Lücken wir in dem für uns ja mit politisch, glaube ich, im Konsens wichtigsten Bereich im Entstehen haben. Wir haben alle gesagt, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, die Schaffung von Kita-Plätzen ist ein ganz zentrales Anliegen. Wir machen im Moment dort unsere Hausaufgaben nicht, weil wir sehen tatenlos zu, im Land und in der Stadt, wie enorme Lücken entstehen, die wir in den nächsten Jahren ausgleichen müssen. Ich bin mir sicher, das Thema wird uns verfolgen und dann reden wir nicht über so eine vergleichsweise harmlose Erhöhung, sondern müssen uns was anderes einfallen. Das wollte ich doch heute bei dieser Gelegenheit mal gesagt haben. Dankeschön. In der Fraktionsrunde als nächstes CDU-Fraktion, Frau Arnert. Herr zweite Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen, ich bin sehr froh darüber, dass wir heute dann doch über diese Vorlage entscheiden und dass es dem Eigenbetrieb möglich sein wird, im September auch entsprechend Gebühren einzuziehen. Ansonsten wäre das Defizit, was wir hier im Eigenbetrieb haben, gerade in diesem Bereich noch weiter erheblich und überhaupt nicht mehr zu überschauen. Warum haben wir erst heute das Ganze auf dem Tisch? Vielleicht das Beispiel. Am 7.4. war unter der Überschrift »Wird Kinderbetreuung in Dresden bald unbezahlbar?« ein entsprechender Bericht, wo von Gebührenlawine gesprochen wird. Auch der Herr der AfD hat Ähnliches gerade berichtet. Und zwar genau zu dieser Vorlage, die wir jetzt hier auf dem Tisch haben. In Kombination mit dem im Landtag in Aussicht gestellten oder diskutierte Veränderung prozentualer Spannen, in der die Eltern eben an den Kosten für qualifiziertes Personal und den Unterhalt in den Kitas beteiligt werden. Dieser Paragraph 15 Absatz 2 des Kita-Gesetzes sollte eventuell verändert werden. Anlass für diesen Beitrag war Frau Eichner, ihres Zeichens Sprecherin des Stadtelternrats und in den Linken zuständig für Kita. Sie war hier zitiert: So eine Doppelerhöhung darf es nicht geben, dies wäre zu viel. Bin ich etwas erstaunt, vielleicht ist genau das der Grund, warum wir so lange nicht darüber diskutiert haben und nicht zu einer Entscheidung gekommen sind. Denn bereits am 3. März, so ist auf der Vorlage zu lesen, haben wir über diese Vorlage entschieden. Und es gibt keine doppelte Erhöhung, es gibt keine Lawine. Denn wir sind es hier im Stadtrat. Wenn man da reinguckt, kann man genau sehen, wir entscheiden heute darüber, in welcher Höhe werden Eltern in dieser Stadt belastet? Das ist ein wenig erstaunlich. Ich wundere mich angesichts, gut, wir sind mitten im,
im Wahlkampf, warum verunsichert man Eltern auf diese Art und Weise? Es tut uns allen nicht gut, so populistisch unterwegs zu sein. Denn ich unterstelle Frau Eichner nicht, dass sie keine Kenntnis davon hatte. Sind diese Gebühren denn nun wirklich so immens, die auf uns zukommen? Ich sage nein. Ich sage das nicht nur alleine, sondern auch die Träger haben entsprechend in diesem Prozess zurückgemeldet, 97%, dass sie vollumfänglich damit einverstanden sind. Sie sehen ihre Arbeit da nämlich auch wertgeschätzt. Etwas, was wir an anderer Stelle gerade diskutieren und wo es uns doch so wichtig ist. Wir haben hier ein abgestuftes System, es ist familienfreundlich, wir sind sozial, weil wir darauf gucken, wer sich das nicht leisten kann, der bekommt es von der Kommune entsprechend erstattet. Und ich bin fest der Überzeugung, dass 3,5% in 3 Jahren, vergleichen wir das mal mit der Inflation, keine immense Gebührenerhöhung sind, sondern völlig angemessen. Denn wir als Eltern legen selbstverständlich viel Wert auf die Qualität in den Einrichtungen. Wir wollen, dass die Kinder eben nicht aufbewahrt, sondern dass sie ganz individuell vor Ort gefördert werden. Und das sind 1,10 Euro pro Stunde in der Krippe und 76 Cent in der Kita, das Ganze definitiv wert. Wir werden heute zustimmen. Als nächstes für die Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sittel, meine sehr geehrten Damen und Herren, das System der Kindertagesbetreuung auch in Dresden ist ein so wertvolles System, dass man es sorgsam anfassen muss, dass man den Frieden um dieses System herum erhalten muss. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir diese Vorlage etwas geschoben haben, eben weil die Rahmenbedingungen durch die Landesgesetzgebung erst relativ spät klar geworden sind. Dass wir dieses System heute überhaupt in Frage stellen durch diese Diskussion um Gebühren, ist die Folge einer Brachialpolitik von Bürgermeister Seidel. Und Sie entschuldigen, dass ich diesen kleinen Ausflug in die Geschichte machen muss. Im Jahr 2010 hat er nämlich, ohne vorher Übereinstimmung in der Stadt mit allen Beteiligten herbeizuführen, hier eine Änderung der Kitasatzung vorgelegt, in deren Folge viele ausgehandelte, im allgemeinen Einverständnis stehende Übereinkünfte zerstört worden sind. Es ist damals eine Satzung vorgelegt worden, die im Eiltempo Mitte Juni des folgenden Jahres im Stadtrat durchgepeitscht worden ist. Diese Satzung ist von den freien Trägern dann vor Gericht angegriffen worden. Und das Gericht hat die in Dresden geltende Satzung so gründlich zerledert, dass auch die Frage der Gebührenerhöhung zerstört worden ist. Wir hatten nämlich vorher eine sehr kluge Regelung. Und die geht so, wir kennen, zumindest die, die sich damit beschäftigen, das System der Beiträge in Kindertageseinrichtungen. Da ist es so, dass der ärmere Teil der Bevölkerung von den Gebühren an sich ausgenommen ist. Es dürften inzwischen, Herr Seidel, korrigieren Sie mich, aber fast 40% aller Kinder sein, die eigentlich gar keine Gebühren mehr bezahlen. Diejenigen, für die dieser Beitrag nicht zumutbar ist. Der Rest, für die ist dieser Beitrag zumutbar, die können es von der Steuer absetzen. Auch das muss man wissen. Kinderbetreuungskosten sind von der Steuer absetzbar. Das heißt also, eigentlich ist das, was man da an Beiträgen zahlt, wirklich sehr moderat. Und wir wissen aus vielen Gesprächen mit Eltern über viele Jahre, dass es den Eltern viel wichtiger ist, dass ihre Kinder in ordentlichen Rahmenbedingungen in der Kindertageseinrichtung unterkommen, dass die Rahmenbedingungen der Betreuung gut sind, als dass sie sagen, ich möchte meinen Beitrag senken. Sie sind bereit, dafür zu bezahlen, dass ihre Kinder gut betreut werden. Und deswegen hatten wir diese Übereinkunft in der Satzung aufgehoben, nämlich in einem Paragraphen, der sagt, wir nehmen die Obergrenze des vom Landesgesetz vorgesehenen Korridors. Das schreiben wir in die Satzung hinein und dann steht es drin und wir müssen nicht jedes Jahr erneut hier eine Diskussion führen. Nur dann, wenn die Kosten mal so weit steigen, dass in der Elternschaft das Gefühl aufkommt, dass diese 30% sind es, zu viel sind, dann müssen wir erneut diskutieren, ob das Ganze angemessen ist. Diese wunderbare Regelung ist eben bei der Gelegenheit des sehr unprofessionellen damaligen Satzungsänderungsvorganges mit zerstört worden, vom Gericht in Frage gestellt worden. Noch dazu mit der Absurdität, dass jetzt jede Erhöhung der Elternbeiträge zwar mit den freien Trägern abgesprochen werden muss, denen in Wahrheit ökonomisch es überhaupt nichts ausmacht, ob die Elternbeiträge steigen oder sinken, weil sie nämlich vollfinanziert werden von der Stadt,
Dass aber die Eltern nicht mitreden können, die ja im Zweifel prüfen könnten oder vielleicht ein Recht hätten, mal nachzuschauen, ob die von der Stadt angesetzten Betriebskosten auch tatsächlich stimmen. Die müssen ja dann die Kosten auch tragen, die Eltern. Ja, ein zweites Ärgernis in der damaligen Satzungsänderung beheben wir heute. Da ist Herr Zastro schon drauf eingegangen. Damals hat nämlich Herr Seidel bei den Begründungen, an welchen Stellen eine Einrichtung schließen darf, höhere Gewalt, eine Behörde, sozusagen sagt, da ist jetzt eine gesundheitsgefährdende Sache aufgetreten oder es ist die Flut dadurch geflossen oder es ist, was weiß ich, der Komet drauf gefallen, es ist abgebrannt. In solchen Fällen höherer Gewalt. Da schließt die Einrichtung, da kann man das Kind nicht betreuen, dann kriegen die Eltern auch keine Gebühren wieder. Und in diesen Paragraphen ist damals der Arbeitskampf eingeführt worden, so als ob der Arbeitskampf ein unvorhergesehener Punkt höherer Gewalt sei. Ist er natürlich nicht. Und weil es damals dort eingeführt worden ist und auch gegen unseren Rat damals sagen eingeführt worden ist, deswegen sind wir jetzt plötzlich nicht in der Lage, den Eltern streikbedingte Betreuungskosten zurückzuzahlen. Auch eine Folge einer damaligen übereilten Satzungsänderung. Das wollen wir heute versuchen zu heilen. Da sind wir, wie gesagt, mit der FDP d'accord an dieser Stelle. Wir hätten gern noch ein bisschen mehr. Wir hätten gern noch eine Rückerstattung. Dafür hat sich leider im Moment noch damals im Finanzausschuss keine Mehrheit ergeben. Aber da haben wir ja vielleicht noch in den nächsten Sitzungen des Stadtrates Zeit, dann nochmal zu überlegen, ob das machbar ist. Wir jedenfalls als Linke würden sehr gern streikbedingte Mehrbetreuungskosten den Eltern rückerstatten. Ich sage deutlich nicht, die Beiträge an der Stelle senken. Denn die Betreuung von Kindern ist aus unserer Sicht keine wahre Geldbeziehung, wo man sich mal qualitativ hochwertige Betreuungszeit kauft, sondern es ist ein Beitrag, den die Eltern für das Gesamtsystem leisten. Wenn aber das System nicht leistungsfähig ist, haben die Eltern ein Anrecht, zumindest nach meiner Auffassung, dann die Kosten, die sie für die Betreuung privat aufbringen müssen, erstattet zu bekommen. Wir werden dem Finanzausschussbericht zustimmen. Auf jeden Fall, denke ich, ist das das Ergebnis unserer Debatte. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde als nächstes Bündnis 90 Die Grünen. Nicht gewünscht. Dann SPD, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, zum Thema Beitragserhöhung ist eigentlich alles gesagt. Was ich gerne machen möchte, ist beantragen, dass der Bericht des Finanzausschusses hier und heute abgestimmt wird, weil dort genau die von Kollegen Zastro und Kiesling bereits angesprochenen Dinge geregelt werden, nämlich dass wir diesen entsprechenden Passus in der Satzung streichen, dass bei Streik Gebühren nicht zurückerstattet werden können. Ich möchte aber die Gelegenheit ergreifen, hier an dieser Stelle auch mal deutlich Stellung zu beziehen für meine Fraktion zu einem Vorgang, der in den letzten Wochen hier öffentlich zu Schlagzeilen geführt hat, die da lauten: Der Rechtsanspruch auf Kita-Plätze ist in Gefahr. Im Jahre 2017 droht das Chaos bei den Kita-Plätzen in Dresden und es gibt nicht genügend Geld für neue Kita-Plätze. Es gab mehrere Berichte in verschiedenen Zeitungen, die all das thematisiert haben. Quelle für all diese Informationen, der hinter mir sitzende Herr Seidel, der insbesondere in den letzten Wochen und Monaten offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als in sozialen Netzwerken seine persönliche und private Meinung zu verbreiten. Insbesondere auch zu dem jetzt stattfindenden Oberbürgermeisterwahlkampf. Ich glaube, auch das ist bei ihm die Motivation, warum er diese Dinge tut. Wollen wir mal die Fakten recherchieren. Die Fakten sind, dass es seit 2008 in diesem Stadtrat weitgehend Einigkeit über das Thema Kindertagesbetreuung gibt. Spätestens mit dem Amtsantritt von Helmer Oros war auch bei der CDU klar, das ist ein zentrales Thema der Stadt. Das ist ein Thema, wo wir nicht nur den Rechtsanspruch erfüllen wollen, sondern wo wir aus Überzeugung diese Sache verfolgen, wo wir immer die notwendigen Finanzmittel, und zwar einhellig, über alle Fraktionsgrenzen hinweg zur Verfügung gestellt haben. Dann haben wir erlebt, dass in den letzten Jahren das, was über viele Jahre gut funktioniert hat, nämlich die Fachplanung, also die Planung, wie viele Plätze werden denn gebraucht, nicht mehr funktioniert hat. Ich darf zitieren aus dem Management-Report des letzten Quartals von 2014. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2014 hatte Eigenbetrieb 16 Millionen übrig behalten. 16 Millionen haben wir zu viel zur Verfügung gestellt. Und warum? Weil die geplanten Betreuungszahlen
insgesamt um 1735 Kinder unterschritten wurden. Das ist natürlich ein Vorgang, wo aus meiner Sicht auch zu Recht der Finanzbürgermeister und später dann die Oberbürgermeisterin, der man ja alles unterstellen kann, aber nicht, dass sie beim Thema Kita nicht ihre Herzenssache gehabt hätte, gesagt haben, bei der Planung für die Haushalte 15 und 16, schauen wir mal etwas genauer hin, was ist in den letzten 3 Jahren passiert. Wir haben immer zu viel Geld in den Bereich Kita eingeplant, was wir am Ende häufig genug dann auch in Investitionsmittel für Kita umgewandelt haben. Deswegen stellen wir dort jetzt mal nicht alle Wünsche, die da geäußert werden, in die Planung ein, sondern wir beschließen das, was aus unserer Sicht korrekt und zur Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig ist. Und niemand in diesem Saal wird doch wohl unterstellen, dass Helmer Oros einen Haushalt einreicht, der von der Rechtsaufsicht geprüft wird, der nicht alle Punkte rechtssicher, also Erfüllung von Rechtsansprüchen, auch garantiert. Also diese Unterstellung wird wohl nicht mal Herr Seidel machen. In der Folge haben wir aber erlebt, dass Herr Seidel dann öffentlich kommuniziert, hier sei ganz schlimme Gefahr im Verzuge und daran sei nur Rot-Rot-Grün schuld. So, dann frage ich erstens, warum, Herr Seidel, haben Sie bis heute dem Stadtrat keine Vorlage auf den Tisch gelegt, wo Sie vorschlagen, genau die von Ihnen erkannten Defizite auszugleichen? Das wäre Ihr Job gewesen, dann hätten Sie Ihre Pflicht erfüllt und dann könnten Sie auch zu Recht sagen, wenn der Stadtrat das ablehnt, da ist Gefahr im Verzuge. Das haben Sie nicht gemacht. Gleichzeitig ist nicht allein Rot-Rot-Grün in diesem Stadtrat. Jede Fraktion hat hier das Recht, Anträge zu stellen. Wenn die Kollegen von CDU, FDP, AfD der Meinung sind, dass das richtig ist, was Herr Seidel hier verkündet, dann stellen Sie einen Antrag. Schreiben Sie einen Antrag, dass diese Dinge richtig sind, beantragen Sie diese Mittel, dann werden wir sehen, was die Verwaltung dazu sagt. Aber hier öffentlich nur zu tönen, dass das alles schlimm und schrecklich sei, was Rot-Rot-Grün tue, das ist zu wenig. So funktioniert das nicht. Und deswegen erwarten wir, dass Herr Seidel jetzt nicht über den Umweg des Unterausschusses Kita-freie Träger dazu bringt, dieses Problem für ihn zu lösen, sondern dass er selbst diese Aufgabe, die seine ist, wofür er bezahlt wird, erfüllt. Ich komme zum Schluss. Herr Seidel, nicht quatschen, machen. Herr Blümel, Sie sind ein klein wenig vom eigentlichen Thema der Elternbeitragssatzung abgewichen. Ich würde jetzt von Seiten der Verwaltung diese Nebendiskussion, ich lese auch kein Facebook, nicht führen wollen, das außen vor lassen. Ich wollte nur gerne um Ihr Okay bitten, dass Sie wahrscheinlich aber eine Formulierung etwas voreilig waren. Die Formulierung, man kann der Oberbürgermeisterin ja alles zutrauen, aber nicht, dass sie kein Herz für Kinder hat. Ich glaube, Sie haben über den zweiten Teil des Satzes etwas mehr nachgedacht als über den ersten. Und wenn wir uns darüber so verständigen könnten, denke ich, ist die Sache auch erfüllt. Okay, gut. Ansonsten gab es den geschäftsordnenden Antrag nicht in der Fassung des federführenden Ausschusses, sondern in der Fassung Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften abzustimmen. Das wäre ein geschäftsordnender Antrag, den wir zuerst abstimmen müssen. Herr Löser, auch zur Geschäftsordnung. Kurz um 5 Minuten Auszeit vor der Abstimmung. Ja. Frau Anhardt, wollen Sie vor der Auszeit noch was sagen? Geschäftsordnend oder? Gut, dann machen wir es vor der Auszeit noch und sind dann mit der Rednerliste ansonsten durch. Frau Anhardt, bitte. Denn ich würde ganz gern doch noch ein paar Worte dazu verlieren, dass wir jetzt hier einen entsprechenden Ergänzungsantrag oder den anderen die andere Beschlussempfehlung, nämlich aus dem Finanzausschuss, der in dieser Art und Weise im Bildungsausschuss, der nämlich federführend war, nicht vorgetragen wurde, dazu noch ein paar Worte sagen, die mir sehr wichtig sind. Es scheint mir ein wenig übereilt, dass wir an dieser Stelle hier die Satzung gleich verändern. Man müsste eine ganze Menge andere Sachen noch einmal mit
begutachten, was hat das eigentlich für andere Streikfälle für Folgen, was wir hier tun? Kann ich dann später, wenn ich eine DVB-Abokarte habe, dann entsprechend auch mein Geld zurückverlangen? Wie ist das, wenn ich nur einen Tag habe? Es ist nicht berücksichtigt und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sehr deutlich sagen. Dieser Verwaltungsaufwand, der hier dahinter steht und den Sie jetzt hier schon, also der definitiv kommen wird, wenn Sie das so verabschieden, wie es hier steht, für 5,47 € im Durchschnitt aktuell werden Mitarbeiter der Verwaltung für Monate beschäftigt sein, dieses auszuzahlen. Ich halte das für völlig unverantwortlich und ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, Wahlkampf hin oder her, das halte ich nicht für richtig. Auch wir haben sehr lange diskutiert und sehen durchaus eine gewisse Gerechtigkeitslücke. Etwas merkwürdig für uns, dass der Antrag der Linken heute von der Tagesordnung verschwunden ist. Denn wir hatten hierzu einen entsprechenden Änderungsvorschlag, den wir bereits im Finanz- und im Bildungsausschuss vorgelegt haben und wo wir genau überlegt haben, wie kann man denn Eltern, die bisher von diesem Streik die Hauptlast getragen haben, was definitiv nicht in Ordnung ist, wie kann man diese Eltern entlasten und haben als Vorschlag eingereicht, dass, und zwar nur für den aktuellen Anlass, für den aktuellen Streik, die netto eingesparten Kosten, die vom Streik betroffenen Einrichtungen als zusätzliche Sachkosten zur Verfügung gestellt werden. Damit würde eine Menge Verwaltungsaufwand gespart werden. Damit käme das Geld direkt den betroffenen Kindern zugute und damit quasi indirekt auch den Eltern. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Eltern mit dieser Lösung einverstanden sind. Natürlich sind wir hier im luftleeren Raum und müssen auch gucken, was woanders passiert. Aber diesen Vorschlag, den Sie jetzt hier zur Abstimmung stellen, der ist völlig unverantwortlich, weil er langfristig die finanziellen Auswirkungen überhaupt nicht berücksichtigt. Ich möchte Sie herzlich bitten, davon Abstand zu nehmen. Dazu nochmal Herr Schmählich und Herr Giesling. Herr Sittel, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, also die Debatte geht jetzt heute ein bisschen durcheinander. Wir haben einen Tagesordnungspunkt, der sich beschäftigt mit der Neuordnung der Satzung für die Zukunft. Und natürlich war die Debatte im Stadtrat und in den Ausschüssen auch davon geprägt, dass der aktuelle Streik für Eltern erhebliche Belastungen mit sich gebracht haben. Es gab einen Konsens, wenn man so will, zwischen allen Fraktionen, dass man gesagt hat, es kann doch wohl nicht sein, dass eigentlich in einem Streik, in dem übrigens auch verfassungsmäßig, ich möchte hier mal den hohen Verfassungsrang des Streikrechts auch mal erwähnen, eine absolute Neutralitätspflicht aller Parteien notwendig ist. Es kann nicht sein, dass in einer solchen Situation eine Partei, in dem Fall die Stadt, quasi davon profitiert, dass sie bestreikt wird durch Einsparungen im Personalbereich. Daraus resultiert unterschiedliche Überlegungen. Es kursieren ja auch diese Anträge, die hier im Stadtrat ja auch noch zu behandeln sind. Der Vorschlag der CDU, der eben gerade auch nochmal erläutert wurde, der Vorschlag der Linken, ein Vorschlag der SPD, ein Vorschlag der Grünen. Also sprich, wir haben alle gemeinsam erkannt, dass es nicht sein kann, dass in einem solchen Fall die Stadt praktisch durch Einsparung von Personalkosten, wir hier kursieren jetzt für den aktuellen Streik etwa 1,2 Millionen Euro, praktisch Profiteur ist. Und das müssen wir ändern, um nämlich genau dem Streikrecht zu entsprechen, dass nicht eine Partei, also dass die strikte Neutralitätspflicht eingehalten wird. Daraus resultierte im Finanzausschuss die Formulierung, dass die gegenwärtige Regelung in der Satzung, die nämlich genau jegliche Form von Erstattung, sei es nun Beiträge oder sei es also Rückerstattung von Beiträgen oder die Übernahme von Betreuungskosten ausschließt, dass die nicht sein kann und dass die abgeschafft gehört und zwar in die Richtung gehen, dass es zumindest ermöglicht wird. Und da bitte ich einfach mal den Beschluss des Finanzausschusses genau anzuschauen. Der entscheidende Satz oder zwei entscheidende Sätze haben Sie einfach vergessen zu erwähnen. Erstens, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das heißt, wir beschließen hier jetzt sozusagen nicht hin. Und dann den letzten Satz, sondern das letzte Wort. Ermöglicht wird, steht dort.
ermöglicht. Punkt. Es geht also nicht darum, jetzt automatisch hier zu beschließen, es wird künftig in jedem Fall des Streiks auch unter Kaufnahme eines hohen bürokratischen Aufwandes eine solche Erstattung gemacht, sondern es soll sie ermöglicht werden. Nur so kommen wir der strikten Neutralitätspflicht, die die Stadt oder eine Tarifvertragspartei wie die Stadt hat, entsprechend nach. Und aus dem Grunde ist die jetzige Regelung, nämlich zu sagen, einerseits muten wir den Eltern eine sehr moderate Erhöhung der Kita-Beiträge zu und andererseits schaffen wir auch eine Perspektive, indem eine Ungerechtigkeit, die von den Eltern auch als Ungerechtigkeit empfunden wird, eben zumindest aus der Satzung herausgenommen wird, mittelfristig ab, glaube ich, der richtige Weg und damit auch zustimmungsfähig. Und was wir dann mit der Satzung machen, das können wir hier im Stadtrat noch mal in Ruhe diskutieren. Herr Kiesling. Ja, Frau Ornert hat das Fass ja noch mal aufgemacht. Herr Schmelig hat einiges jetzt dazu gesagt. Ist es richtig, mit den Änderungen, die der Finanzausschuss vorsieht, wollen wir eine Rückzahlung in Zukunft ermöglichen, nicht erzwingen. Und ich kann Frau Ornert nur empfehlen, in Zukunft, wenn Frau Bibas wieder den Weltuntergang beschwört, wenn man irgendwas beschließt im Rat, einfach genau zuzuhören und zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch anders sein könnte, als Frau Bibas sagt. Denn ich bin jetzt schon eine ganze Weile im Stadtrat und ich habe Sie schon immer den Weltuntergang beschwören hören, wenn der Stadtrat mal was anderes entscheidet, als sie will. Und bisher ist die Welt noch nicht untergegangen und sie wird auch dann nicht untergehen, wenn wir uns über ein vernünftiges Verfahren zur Rückerstattung von Gebühren oder zur Erstattung von Mehraufwand entschließen. Ich will nur eins noch zu Herrn Schmelig sagen. Also unser Antrag, der heute von der Tagesordnung genommen worden ist, weil es noch keine Zustimmung im Finanzausschuss bisher geben konnte. Und weil wir uns noch weiter auch im Interesse der Eltern darum bemühen wollen, dass es eine Zustimmung dazu gibt, dass streikbedingte Mehraufwendungen erstattet werden. Das ist der Grund, warum wir ihn heute zurückgezogen haben, weil wir noch darum kämpfen. Unser Antrag redet nicht über durch den Streik eingesparte Gelder. Denn das sind Gelder, die sind real gar nicht da. Erstens sind diese Gelder im aktuellen Betriebskostendefizit des Eigenbetriebes längst versunken. Also selbst wenn der Streik mit einer Null-Lohnerhöhung ausgehen würde, wäre dieses Geld hinterher im reinen Betriebskostenbereich des Eigenbetriebes aufgebraucht. Zweitens, wir gehen davon aus, dass der Streik mit Lohnerhöhungen verbunden sein würde, mit einer Besserstellung der Erzieherin. Dann sind natürlich die eingesparten Gelder durch den Streik auch aufgebraucht, sind dann schon das zweite Mal aufgebraucht. Und im Übrigen ist es bei jedem Betrieb und bei jeder Tarifauseinandersetzung so, dass der Arbeitgeber während der Zeit des Streikes dieses Geld zuerst mal einspart. Das ist schon so. Das ist keine Besonderheit von Dresden. Deswegen halten wir den Streit über das Verteilen von scheinbar eingesparten Geldern für einen Streit, der finanzpolitischer Quatsch ist. Was wir registriert haben ist, und da will ich noch mal meinen Dank an viele Eltern sagen, dass sie sagen, wir unterstützen die streikenden Erzieherinnen und Erzieher, indem wir sagen, bitteschön, wir wollen von den Kommunen etwas von dem eingesparten Geld zurückhaben, damit nämlich ein Interesse an einer schnellen Beendigung des Streiks entsteht. Das ist eine Solidaritätsäußerung von Eltern und keine, die sagt, ich habe da keine Leistung bekommen. Diese Solidaritätsäußerung, der wollen wir auf jeden Fall sozusagen beispringen und Eltern, die mit diesem Anspruch kommen, haben unsere vollste Unterstützung, genauso wie die Erzieherinnen und Erzieher, die um eine bessere Bezahlung kämpfen. Also das nochmal zu unserem Antrag, zu den bisher laufenden Diskussionen und wir gehen davon aus, dass die Stadt eben hier in großer Gefahr ist, nämlich in der Gefahr, dass einzelne Eltern am Ende vor Gericht erstreiten, dass solche streikbedingten Mehraufwendungen in der Betreuung bezahlt werden müssen. Und wir haben potenzielle tausende Eltern, von denen jeder Einzelne es probieren könnte. Ich habe von einem Elternteil was in der Zeitung gelesen. Ich habe zu oft gehört, gerade im Kita-Bereich, dass man da Recht hätte. Ich habe es vorhin erwähnt, auch bei der Satzung damals ist man eifrig davon ausgegangen, man hätte Recht. Man hat nicht Recht gehabt. Und es reicht, wie gesagt, ein einziges Elternteil, was es durchsetzt. Und wenn ein einziges Elternteil vor Gericht erstreitet, dass eine Stunde der Betreuung außerhalb einer ansonsten eigentlich gewährleisteten Kita-Zeit mit 15 Euro zu vergüten ist, dann stehen wir hinterher vor einem Kostenblock, der ist immens. Und es wäre flexibel und es wäre vernünftig, den Eltern hier die Hand zu reichen und zu sagen, wenn ihr Aufwendungen habt, die erstatten wir, weil wir konnten euch in diesen Tagen den Anspruch auf Betreuung nicht gewährleisten. Gut, das ist unser Ansatz. Er ist, wie gesagt, noch nicht überzeugend wir werden sehen, ob es noch klappt. Deswegen ist unser Antrag heute von der Tagesordnung genommen. Vielleicht gelingt es uns bis zum nächsten Mal. Aber da wir ja insgesamt heute keine Lösung für die aktuelle Tarifauseinandersetzung haben,
freuen wir uns, dass es für zukünftige Tarifauseinandersetzungen Lösungen geben wird. Und über den aktuellen Fall müssen wir halt noch ein bisschen diskutieren. Okay. Es ist eine Auszeit beantragt. 5 Minuten reichen. 5 Minuten Auszeit und dann gehen wir in die Abstimmung. Ich würde dann vorschlagen, dass wir unsere Geschäfte wieder aufnehmen. Zunächst war geschäftsordnend beantragt worden, nicht in der Fassung des federführenden Ausschusses, sondern in der Fassung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften abzustimmen. Das heißt, wir müssen zunächst diesen Geschäftsordnungsantrag abstimmen. Und ich würde Sie um das Handzeichen bitten, wenn Sie dafür sind, dass wir den Finanzausschussbericht abstimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? (39) Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen. Also werden wir über den Finanzausschussbericht abstimmen. Hier ist beantragt worden, insofern dann punktweise abzustimmen. Das heißt, die Punkte 1 bis 3 en bloc und dann in Punkt 4 einzeln abzustimmen. Ich würde also zunächst die Punkte 1 bis 3 des Finanzausschussberichtes aufrufen und bitte Sie um ein Handzeichen, wenn Sie diesen 3 Punkten zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das waren 63 Ja, eine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Und ich würde dann den Punkt 4 zur Abstimmung bringen und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie den Punkt 4 Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Also bei 39 Ja-Stimmen und 25 Nein-Stimmen angenommen. So, damit haben wir den Tagesordnungspunkt 6.1 auch abgeschlossen und wir kommen